Mit breiter Brust rein in die Partie. Der FCB-Captain startete heute quasi seine Abschiedstournee. Nur fünfmal noch kann Franco Costanzo die spezielle St. Jakob-Atmosphäre genießen. Die Gäste aus Zürich waren mit der klaren Absicht angereist, Costanzo einen möglichst unangenehmen Nachmittag zu bescheren. Die Grasshoppers starteten keineswegs wie ein Abstiegskandidat, im Gegenteil. Die Zürcher stürmten munter nach vorne mit Pavlovic, mit dem Führungstreffer, schon in der 9. Minute. Aber hallo, was war denn hier los? Ein GC-Paukenschlag im Jockeli. Der Schuss von Pavlovic wurde von FCB-Verteidiger Dragovic noch abgefälscht. Das 0:1 hatte wohl aber einen Makel. Hier, bei diesem Pass stand Emegara knapp im Abseits. Oder war es gleiche Höhe? Es war ein ultra knapper Entscheid. Das Tor für die Gäste zählte. Das Regiebuch von Costanzo musste überarbeitet werden. Das Heimteam tat sich in der Folge gegen aufsässige Zürcher schwer. Die Hoppers traten rotzfrech auf, gewannen viele Zweikämpfe. Toko. Ein super Zuspiel für Davide Galla. Galla mit dem Torpedo-Abschluss 0:2. 13 Minuten absolviert. Verkehrte Fußballwelt. Die Kummertruppe spielte den Titelfavoriten aus. Offside oder nicht? Auch hier lässt sich die Frage nicht schlüssig beantworten. Tendenz: Der Entscheid war wohl korrekt. Der FC Basel 0:2 im Rückstand. Die Geschichte wiederholt sich. Am vergangenen Wochenende war es gegen IBE genauso gewesen. Wieder war der FCB-Kampfgeist gefordert. Achtung! Meneses mit dem Eigentor. Die Basler blieben die Antwort nicht schuldig. Doch der vermeintliche Anschlusstreffer zählte nicht. Schon wieder stand der Schiedsrichterassistent im Mittelpunkt. Wir schauen noch einmal hin. Hier alles korrekt. Bei diesem Pass hatte auch alles seine Richtigkeit. Das 1:2 hätte also zählen müssen, tat es aber nicht. Jetzt war der Tiger gereizt. Der FC Basel erhöhte die Schlagzahl. Die Grasshoppers wurden tief in die eigene Abwehr zurückgedrängt. Ein Tohuwabohu im GC-Strafraum, dann frei, der Ball nicht drin. Safari, Chance vertan, unglaublich. Wie nur hatte Roman Bürki diesen Abschluss von Alex Frey pariert. Selbst wenn eine Portion Glück mit dabei war, mit Verlaub, das war eine Riesentat. GC-Trainer Ciriaco Sforza mahnte zur Vorsicht. Kein 1:2 vor der Pause, bitte. Aber es wurde noch einmal brenzlig. Freistoß frei. Streller, Sforzas Wunsch wurde erhört. Marco Streller setzte den Kopfball knapp neben das Tor. 0:2 nach 45 Minuten. Trotz holdem Sonnenschein war die Stimmung bei den FCB-Fans im Keller. Selbst mit dem Alternativprogramm war ein Stimmungswandel nur schwer hinzukriegen. Auf in die zweite Halbzeit. Das Heimteam musste jetzt reagieren. Steinhöfer. Dann Marco Streller. Streller mit einem super Solo. Grandios, doch Marco Streller biss sich an GC-Torwart Roman Bürki die Zähne aus. Der FCB-Druck wurde immer intensiver. Stocker. Streller verpasst, doch Alex Frey steht goldrichtig. Der FC Basel meldete sich in der 58. Minute zurück. Frey markierte seinen 19. Saisontreffer. Die Mission Aufholjagd war gestartet. Die Gäste hatten in dieser Phase einen schwierigen Start. Safari, auch der Außenverteidiger, stürmte. Suhr mit dem Ablenker, doch Bürki war nicht klein zu kriegen. Rot-Blau drückte energisch auf den Ausgleich und wurde hinten plötzlich anfällig. Sehr anfällig. Super. Abraham klärte auf der Linie. Die Grasshoppers hatten durchaus auch ihre Möglichkeiten. Allerdings mangelte es, wie so oft in dieser Saison, an der Kaltblütigkeit. Die Partie blieb umkämpft, lebhaft, farbig, attraktiv. Toko dampfte los, energisch, der GC-Express, gestoppt von Franco Costanzo. Es ging Schlag auf Schlag. Eckball FC Basel. Abraham, Ausgleich! In der 69. Minute wurde aus dem St. Jakob Park plötzlich wieder eine Partyhochburg. Die Fakten:
David Abraham gewann das Kopfballduell gegen Guillermo Vajori. Aus dem 0:2 war ein 2:2 geworden und es blieb noch viel, viel Zeit übrig. Jetzt dominierte das Heimteam deutlich. Die Grasshoppers igelten sich hinten ein, verteidigten den einen Punkt mit Herz, Leidenschaft und manchmal auch mit etwas Glück. Und noch war die Partie nicht gelaufen. Das Unentschieden insgesamt zu wenig für den Tabellenführer. Safari powerte. Dann Alex Fey. Sein Schuss. Abgelenkt von Marco Streller, streifte um Zentimeter am Tor vorbei. 2:2, dabei blieb es. Der FC Basel und die Grasshoppers lieferten ein super Spektakel. Nur so richtig zufrieden war nach diesen 90 Minuten trotzdem niemand. Der FCB hat wichtige Punkte eingebüßt. GC hat einen 2-Tore-Vorsprung nicht über die Distanz gebracht. Das Resultat aber entsprach dem Spielverlauf.